Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. So muss es sein. War untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Ja, und der kann sich ja auch sehen lassen. Dass er sich zeigen würde. Oh, eine Charity-Gala. So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. Das wird eine Falle sein. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Wir hatten bis jetzt nur Scheißpläne, die immer schiefgegangen sind. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizei. Lärmeffekt erwünscht. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So, dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Ja, weil du mich okay, hast. Boss. Weil ich hier alles treffe. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre. Aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet Ach. Die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Wo soll ich mir die denn hinstecken? Weißer Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Na gut. Klar, Boss. Mit roten Rosen nehme ich an. Hast du zwar nicht spezifiziert, aber es gibt ja auch gelbe oder so ganz schön bunte. Steig in den Wagen. Endlich. Endlich packen wir es an. Ja, ganz ja. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Na Tom, gut. Du fährst. Achso, danke. Habe ich kein Mitspracherecht. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Dankeschön. Ach, ihr müsst auch noch einsteigen. Macht mal hin. So, kein Radio für uns. Kein Radio. Drück aufs Gas, Tom. Ja. Unglaublich, dass er nach all den Jahren. Fahr doch selber, wenn du dich nur beschwerst. Nicht seine Leute oder Familie. Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist, sind wir die Könige. Naja. Ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen, neuen, weißen Anzug tragen. Okay. Schauen wir mal, wie das läuft. Wie gesagt, bis jetzt ist so ziemlich alles schiefgegangen. Alles klar, Jungs? Ich hab's ja, irgendwie gerettet, ich aber... Ich schwitz nur wie verrückt. Sieht übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Ja, ja. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Und was wenn ist mit seinen Handlangern? Ist, vielleicht aus. Ist es ein Doppeldinger. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Nur. Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich glaube, der hat einen Doppeldinger. Glaub nicht, dass es der echte ist. Ich würde mich auch nicht raustrauen. Vor allem nicht so öffentlich. Ich sehe ihn! Das wird eine Falle sein. Okay, da ist er ja einfach. Nein, da ist er. In seiner schicken Karre. Häng dich ran, Tom. Sonst macht der Don uns fertig. Ja, dann. Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Nicht über die Straße laufen. Gegen Verfolgungsjagden. Boah, die können hier nichts. Zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Wäre mal da vernünftig rangefahren, hätte man ihn erwischt. Na, da vorne ist er. Ich kann nicht schießen. Die Kiste steckt zu viel ein. Doch nicht meine Kiste. Die feuern auf allen Rohren zurück. Ja, scheiße. Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Boah. Ich habe leider kein... Oh, ich habe eine Waffe. Na gut, dann holen wir uns diesen Bastard. Der genauso ein Bastard ist wie mein Chef. Und mein Chef ist cool. Und ich lieb den voll. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder da ist er doch. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Ja. Was glaubt ihr, was ich hier mache? Gegen die mir fahren. Oh, 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 oh.
Vielleicht hat er ja jetzt einen Autounfall und stirbt von allein. Haben wir 1000 Schuss Munition mitgenommen oder noch mehr? Wir verballern echt alles. Er trifft doch nicht mal auf die... Er ist außer Gefecht? Niemand ist außer Gefecht. Gern geschehen. Gern geschehen, Jungs. Natürlich. Cooles Eis. Wieso fährt er so gut? Ach ja, sein Leben ist in Gefahr. Wir werden uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich kenne die Stadt nicht. Weg da. Ich dachte, er fährt selbst. Stimmt, macht Sinn, dass er nicht selbst fährt. Schön, dass die Leute auch noch ausweichen können. Polizei, verfolgen Sie den silbernen Wagen da vorne. Ah, ich kann mal auf Polizeiautos schießen, ohne dass es ein Fahndungslevel gibt. Ja, mach mal ja gerade. Die sind am Arsch. Wo will der hinfahren? Komm schon, Morello. Ich mach mal zu Mozzarella. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will. Nein! Oh, ein Glück war das stabil. Er will von hinten rein. Er will von hinten rein? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug. Das können wir nicht zulassen. Er sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay. Der fliegt ja mit seinem Auto. Der berührt die Straße kaum. Ich glaube, das bringt nichts hier zu schießen. Es ist eh geskriptet. Mach die Schranke nicht zu. Ich sehe sie. Oh, Pauli, pass auf. Seid ihr okay? Ja, nichts passiert. Sehr gut. Schaltet sie aus. Das Glas in den Haaren lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß. Los, Bewegung. Natürlich Bewegung. Wieso hast du jetzt nur einen erschossen und den anderen nicht? Ist egal, ich soll die Methoden von Pauli nicht hinterfragen. Ich hätte gern das Repetitiergewehr. Repetiergewehr. Irgendein Gewehr, das repetiert. Oder repetitiert. Ich blut auch? Wo? Ja, was soll man hier sonst heiß machen? So, genau, bleibt unten. Nein, ein Nest. Boah. Der hat ja von allen Seiten beballert. Hinter dem Auto poppt einer. Wieso trifft die denn wieder nicht so genau? Oh, Sam, sorry. Bisschen Friendly Fire ist in Ordnung. Nein. Ich habe nicht getroffen. Der hingegen schon. Und genau so kommt man in so eine Situation. Und Kontrollpunkt. Diesmal machen wir das gescheit. Mit Sinn, Verstand und Charme. Geht ja nicht auf Zeit. Ja, geh halt drauf. Nicht dadurch. Komm schon, zeig das Köpfchen nochmal. Wie bei einer Geburt, das Köpfchen voran. Ah! Den Rücken geht natürlich auch. Ich kann nicht laufen und schießen. Dafür sind die Waffen hier noch nicht gemacht. Ich bekomme gerade ein bisschen Bock auf Call of Duty. Bitte, der schießt irgendwie.
Okay, er hat den Penner erledigt. Das ist gut. Und hier ist Gesundheit. Nehme ich. Nehme ich direkt. Vor mir. Oh, das kann doch nicht sein. Ganzes Magazin nur für den Arsch da oben. Das passiert, wenn man nichts hat, was repetiert. Was ist mit der Waffe los? Die letzte war besser. Das sollte doch die gleiche sein. Ich nehme Revolver. Worauf aufpassen? Ja, ja. Boah, der trifft ja gar nichts heute. Glaubt, es liegt an mir. So nachladen und gescheit machen. Einfach weggerannt. Hier haben wir auch noch einen. Wo? Hört auf, erwischt zu werden. Also die Waffe ist scheiße. Richtig klug, da durchzulaufen. Ja. Da ist noch einer. So. Wenigstens die mal erledigt. Nachladen. Geht das so schön schnell? Oh, ihr prescht direkt vor. Lasst mich noch mal kurz ein bisschen Munition sammeln. Munition muss sich lohnen. Bist du Morello? Nein. Der stirbt in der Cutscene. Brauche ich nicht. Ich schieße. Da ist ja einer. Schwer zu treffen, die Kollegen. Na, also. Einmal schön nachladen und dann schießt man Morellos Flugzeug ab. Ja, ist ja gut. Hier ist noch ein Verbandskasten. Nehme ich. Muss kurz nachladen. Der hält aber viel aus. Scheiß habt ihr. Wo seid ihr? Na also. So räumt mal auf. So mafiert mal rum. Der startet doch schon. Er verlässt das Land. Schieß doch. In das Auto! Ich bin der beste Schütze. Ja, steig halt ein, Tommy. Jetzt haben wir ihn entkommen lassen. Ich bin drin. Wir sind zu langsam. Schön auf die Propellerchen. Zieh uns hoch. So funktionieren Flugzeuge nicht. Er will starten. Zieh auf die Motoren. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Nicht groß. Aha. Okay, jetzt den anderen. Ja. Wie kann der mit einem noch abheben? Natürlich klappt das. So, gern geschehen. Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Wie kann der ohne Motoren... Okay, das ist der Plan. Wieso fahre ich jetzt? Dass ihr schießt? Und feuern dann aus allen Rohren und machen. Bist du schon immer so gefahren? Ja. Wo war ich gerade? Ach, ja. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft.
Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Das ist richtig. Wieso fliegt er noch so gut, nachdem ich ihn abgeknallt habe? Also unrealistisch. Er ist definitiv nicht von Boeing, der Flieger. Der hält was aus. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Wenn er auf dem Wasser landet? Nein, jetzt lass das mal mit ihm in den Weg fahren. Das finde ich unsympathisch. Ja, geht er. Nicht wirklich. Explodiert. Scheiße, bin falsch abgebogen. Ist das viel Rauch? Irre, dass wir das geschafft haben. Ja. Mist. Irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Also wenn der das überlebt hat. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen Warum aus, das denn? Sehen nach und verschwinden. Klar, ja, ja. Aber sicher. Hätte ich mich nicht hier verfranst mit der Abzweigung, wäre mal schon längst da. Passendes rotes Auto. Wir sind die Feuerwehr in dem Fall. Hey, der sieht ja noch gut aus, der Vogel. Na also. Morello. Ist das der Pilot? Oh, das ist Morello. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Trotzdem drauf schießen. Ja. Glaub, das reicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Ja, bin ein eiskalter Mistkerl. Kommt schon. Hauen wir ab. Hi, Bosch. Wir sind zurück. Morello ist abgestürzt. Oder sein Doppelgänger. Fühlt sich nicht besser an, oder? Was tun wir jetzt die ganze Zeit? Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Ja, ich glaube, ihr seht euch eher früher als später. Na gut, Kapitel ist abgeschlossen, damit endet die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.